Bei mir war es so, dass ich in der Kindheit eigentlich nie richtig weit weggereist bin, was für mich auch passt hat, weil der Horizont war irgendwie Vorarlberg. Und weiter wie Vorarlberg war jetzt nicht denkbar für mich. Und so mit 14 war dann der erste Moment, wo wir dann ins Disneyland Paris geflogen sind. Das war das Geburtstagsgeschenk für mich. Und da war ich dann zum ersten Mal am Flughafen in München. Und das war für mich einfach so wow, weil er war riesig. Da gab es hunderte Schilder mit Zielen. Und da ging es nach New York, G22, ging es nach Los Angeles. Und da war irgendwann dann Vorarlberg kein Horizont mehr, sondern da war die Welt dann der Horizont. Jedes Mal, wenn ich zum Flughafen komme, ist es für mich einfach ein großes Tor zu dieser Welt. Und ich liebe es, am Flughafen zu sein. Es gibt Leute, die hassen es, dort zu sein, weil es so viel Chaos und so viel Hektik beinhaltet. Aber jedes Mal, wenn ich wieder dort bin, denke ich mir, cool, jetzt geht's wieder los, jetzt startet wieder ein neues Abenteuer. Als Urlaubsguru muss man auch reisen. Man muss die Leute einfach dazu bringen, dass sie auch die Welt sehen. Und darum sind wir zum Beispiel letztes Jahr mit der ganzen Company, also mit über 140 Leuten, nach Las Vegas geflogen und haben dort eine Woche gearbeitet. Also wir haben Live-Blogging gemacht vor Ort, aber natürlich auch genug Zeit gehabt, die Stadt zu erkunden. Und wir haben eine eigene Rooftop-Bar gemietet, wo wir eine Party gemacht haben, nur für unsere Mitarbeiter. Wir waren im Grand Canyon, wir waren Cirque du Soleil Show. Es gibt viele Orte, die mich inspiriert haben. Wenn ich 2 Wochen Zeit habe und ans Meer will, dann fliege ich am liebsten nach Thailand. Dann gibt es natürlich Städte, die mir in Erinnerung geblieben sind, wie eben Las Vegas zum Beispiel, wo man halt einfach eine Woche das Gehirn ausschalten kann. Natürlich auch New York, aber wenn man nach New York fliegt, dann vielleicht nicht in Manhattan bleiben, sondern eher nach Brooklyn schauen. In Europa liebe ich Amsterdam, Kopenhagen. Das sind so meine Lieblingsstädte in Europa. Ich freue mich immer, wenn wir Leute oder wenn ich Leute günstig durch die Welt schicken kann und halt eben dazu beitragen kann, dass sie eben auch andere Kulturen kennenlernen. Und dann vielleicht ein bisschen offener durchs Leben gehen können. Ich habe schon viele, viele Sachen probiert. Ich war wirklich auf dem Weg, Lehrer zu werden. Ich wollte Lehrer werden. Ich wollte auf jeden Fall was mit Leuten und Menschen zu tun haben und habe dann angefangen, Lehramt zu studieren, Deutsch und Geschichte. Habe mich aber dann während dem Studium nie so hundertprozentig wohlgefühlt damit. Es war viel Theorie dabei und ich bin eher ein praxisbezogener Mensch. Ich wollte halt wirklich schon direkt vor die Schüler stehen oder Schülerinnen stehen, was halt logischerweise am Anfang noch nicht der Fall war. Ich habe dann ganz, ganz viele Studien probiert. Ich habe kurz Geografie studiert, ich habe sogar Religion studiert, habe aber nie so 100% den richtigen Weg gefunden, war auch ziemlich orientierungslose Zeit lang. Habe viele Sachen auch nebenher gemacht, habe Kinderpartys geschmissen als Animateur in Wien. Ich habe immer schon gern geschrieben nebenher und dadurch war dann der Kontakt zum Urlaubsguru nahe, wo ich dann die Chance gekriegt habe, das in Österreich hier aufzubauen. Habe ich sofort ergriffen und habe halt 100% da reingelegt und keine halben Sachen mehr gemacht, sondern halt mich darauf fokussiert. Also ich bin ja sozusagen nach den 2 Daniels zur Urlaubsguru gekommen. Die haben in Deutschland, in Unna, in einem kleinen Ort bei Dortmund, haben sie auf dem Balkon sich gedacht, man könnte eigentlich den Leuten durch einen Schnäppchenblog zu günstigeren Reisen verhelfen und das halt auf einem Blog zusammenfassen und dann online stellen. Ich bin immer noch dankbar, dass ich mit ihnen dann ziemlich kurz danach in Kontakt gekommen bin und dass sie mir sozusagen dieses Baby in Österreich überlassen haben und ich hier alles selber aufbauen konnte. Als Urlaubsguru gibt es jetzt in Österreich schon 5 Jahre. Ich habe das eben in der Studenten-WG gestartet, ziemlich chaotisch, aber mit extrem viel Einsatz. Und nach ungefähr 6 Monaten oder nach ungefähr 8 Monaten war dann die Zeit da, dass ich es nicht mehr alleine geschupft habe. Und darum habe ich gedacht, okay, ich brauche einfach Unterstützung. Ich brauche Redakteure und Redakteurinnen, die mir helfen, denen ich auch zeigen kann, wie ich das mache. Und so wollte ich halt alles ein bisschen skalieren. Und dann habe ich Bewerbungsgespräche gemacht und nicht natürlich in einem Büro, weil ich habe kein Büro gehabt. Jetzt haben wir gedacht, okay, soll ich jetzt wirklich die Leute in meine WG holen und dann im Schlabberlook dann die Bewerbungsgespräche machen oder soll ich sie lieber unten im Café dann interviewen? Der Cafébesitzer hat eben wirklich jeden Tag auch gefragt, was ich da mache, weil es haben sich 90% Frauen beworben. Und ich habe von den 12 Bewerbungsgesprächen oder 13 Bewerbungsgesprächen waren es 11 Frauen. Und er hat sich halt gedacht, okay, warum kommen da jetzt jeden Tag im Stundentakt Frauen zu dir und sitzen vis-à-vis von dir und stellen sich dir vor? Und das habe ich ihm dann halt erklärt, dass es natürlich Bewerbungsgespräche waren, aber das habe ich auch ganz lustig gefunden. Und da sieht man halt, dass die Anfänge einfach ein bisschen chaotisch waren. Man hat eben kein Büro gehabt für Vorstellungsgespräche und wir haben das alles im Café gemacht. Also die Entwicklung von One-Man-Show zu 20 Leuten, die war die größte Challenge, glaube ich, meines Lebens. Also davor hat man auf sich geschaut, hat geschaut, dass eben 70, 80 Stunden die Woche der Urlaubsguru rennt und man hat es gern gemacht, aber man hat halt irgendwie nichts abgeben müssen.
dann sind die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gekommen und man hat zum ersten Mal das Gefühl gehabt, okay, man muss jetzt irgendwie was abgeben, sonst kann man den Wachstum nicht mithalten. Und das war für mich am Anfang extrem schwierig, weil man will alle Fäden selber ziehen, man will alles selber machen und das ist schon ein starker oder langer Prozess, den man dann machen muss und sagen kann, okay, ich habe ein super Team zusammengestellt, ich kann denen 100% vertrauen und ich kann auch Arbeit abgeben. Aber das Wichtigste, glaube ich, bei so einer Entwicklung zu einer Führungsperson ist, glaube ich, einfach, dass man sich selber treu bleibt und dass man der Mensch ist, den man auch wirklich darstellen will und der man auch wirklich in sich ist. Also es hat sich von dem Schnäppchenjäger, der ich war und der ich im Herzen immer noch bin, halt zu einem Manager entwickelt. Das Baby ist erwachsen geworden und ich lerne aber immer noch jeden Tag viele Sachen dazu und bin dankbar dafür, dass ich diese Challenge annehmen kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich Zeiten gehabt habe, vielleicht vor 2 Jahren oder so, wo ich dann auch noch den Prozess mitgemacht habe, dass ich nichts abgeben kann, wo ich dann wirklich fast schon zu viel Stunden an den Urlaubsguru gedacht habe. Also es ist auch eine Entwicklung für sich selber, dass man dann zwar den Urlaubsguru immer irgendwie parat hat und der immer durch seine Gedanken geht zu einem gewissen Grad, aber auch Momente haben muss, wo man sich einfach mal rausziehen kann. Und das kann ich durch das Team, durch das beste Team, das es gibt, finde ich. Ich habe dann einfach Momente, wo ich abschalten kann, wo ich dann Billard spielen kann oder eine Partie Dart oder mit Freunden hier Raclette esse oder Fußball schaue. Und das gehört einfach zu einer gesunden Entwicklung auch dazu. Also das habe ich auch lernen müssen. 100 Stunden pro Woche kann man irgendwann nicht mehr durchhalten. Und da habe ich, glaube ich, gute Balance gefunden und das gehört auch dazu, zur Entwicklung. Es haben sich immer wieder Leute bei uns gemeldet, also über die Community. Ja, kann man bei euch nicht Reisetester werden? Vielleicht können wir wirklich einer Person, die geeignet ist, ermöglichen, dass sie wirklich 6 Monate bezahlt als Praktikum durch die Welt fliegt. Es haben sich über 2000 Menschen beworben, was unglaublich war für uns. Und dann hat sich eben der Marino durchgesetzt, der dann die 6 Monate durch die Welt geflogen ist. Ich bin Marino und ich war letztes Jahr 6 Monate lang in der ganzen Welt unterwegs und habe für Urlaubsguru das Praktikum meines Lebens gehabt. Ich habe extrem viel erlebt bei meinem Praktikum. Ich war in Neuseeland, habe einen Roadtrip durch Neuseeland gemacht. Ich war in Australien, ich war ganz viel in den USA, ich war in Afrika, in Tansania, in Island, in Mexiko, ganz viel in Europa. Es war unglaublich. Ich habe viele Fehler gemacht, auch in den letzten Jahren, die man einfach macht, wenn man den Prozess zur Führungsperson mitmachen muss. Und die Fehler würde ich aber wieder machen, weil ohne die Fehler würde ich nicht wissen, dass es Fehler war. Also die Fehler prägen einen als Mensch und darum würde ich gar nichts anders machen in meinem Leben. Also ich würde den Leuten raten, nicht irgendwie versuchen, was anders zu machen in ihrem Leben, sondern das, was sich gut anfühlt, natürlich mit dem, was man lernt, zu verbinden, aber wichtig ist auch, dass man Fehler machen kann, aber macht die Fehler, also die gehören dazu.